Ostpreußen im Januar 1945. Die Furie des Krieges fegt über das Land. Viel zu schwache, abgekämpfte deutsche Verbände versuchen zusammen mit dem Volkssturm die russische Dampfwalze aufzuhalten. Das gelingt immer nur kurzzeitig. Millionen begeben sich Hals über Kopf auf die Flucht, mit Pferd und Wagen oder zu Fuß, über das brüchige Eis des Haffs oder per Schiff über die Ostsee, verfolgt und bedroht von russischen U-Booten. Am Ende werden 600.000 Menschen, ein Viertel der ostpreußischen Bevölkerung, ihr Leben verloren haben. Erschossen, erschlagen, ertrunken, erfroren oder verhungert.